Prinz Joachim, er hat seine Mutter der OP nicht besucht. Am 22. Februar 2023 musste sich Königin Margrethe, 82, einer umfangreichen Rückenoperation unterziehen, die die Monarchin allerdings gut überstanden hat. Kurz nach dem Eingriff ging es ihr den Umständen entsprechend gut. Wie der Hof vermelden konnte, einen Tag nach der Operation bekam Margrethe bereits Besuch von Prinz Friedrich, 54, und Prinzessin Mary, 51. Auch auf dem Weg zum Flughafen, das Kronprinzenpaar befindet sich derzeit auf einer offiziellen Reise in Indien, haben Mary und Friedrich der Königin noch einen Besuch abgestattet. So Kommunikationschefin Lene Balleby auf einen Besuch ihres jüngeren Sohnes. Prinz Joachim, 53, wartet die 82-Jährige allerdings vergeblich. Nein, der Prinz hat sie nicht besucht, antwortet die Kommunikationsabteilung des Königshauses auf Nachfragen der Zeitung Extrabladet. Eine eindeutige Antwort, die keine Fragen offen lässt, nicht einmal von noch nicht oder bislang nicht ist die Rede. Joachim scheint keine Pläne zu haben, seine Mutter zu besuchen. Die Publikation will außerdem erfahren haben, dass auch die vier Kinder von Prinz Joachim ihre Großmutter bisher nicht gesehen haben. Die Familie genießt aktuell einen gemeinsamen Skiurlaub. Fotos aus den Ferien teilt Graf Nikolai, 23, fleißig auf Instagram. Doch diese haben einen bitteren Beigeschmack, schließlich sind vom 19. Februar bis zum 5. März Ferien in Paris. Joachim hätte also mehr als genug Zeit gehabt, seiner Mutter und seinem verreisten Bruder als Reichsvorstand in Dänemark unter die Arme zu greifen. Stattdessen wurde Margrethes jüngere Schwester Prinzessin Benedikte, 78, für einige Tage als Reichsvorstand installiert. Laut Kim Bach, Königshauskommentator von Extrabladet, sei das ein klares Signal. Der Grund? Eine Operation in diesem Alter sei eine schwerwiegende Angelegenheit. Dass Prinz Joachim nicht einmal zu Besuch kommt, verstärkt den Eindruck der unterkühlten Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Glaubt Bach und betont, die Familie ist offensichtlich immer noch angespannt. Es liegen traurige Wochen hinter Graf Nikolai, 23, der älteste Sohn von Prinz Joachim, 53, aus der Ehe mit Gräfin Alexandra, 58, musste seine Großmutter Christa Manley, 89, am 27. Februar 2023 zu Grabe tragen. Doch inzwischen kann der dänische Royal Spross wieder ein wenig lachen. Das zeigen zumindest selten private Einblicke aus dem Skiurlaub, die er aktuell auf seinem jüngst aus der Taufe gehobenen Instagram-Kanal zeigt. Back at it, zu Deutsch, wieder am Start, kommentiert er die fröhliche Fotoreihe, die ihn, wie schon bei seinem Posting vom 4. Februar, beim winterlichen Skispaß zeigt. Und dieses Mal hat er, zusätzlich zu seiner Freundin Benedikte Tustrup, zwei Überraschungsgäste mitgebracht, seine zwei Halbgeschwister. Graf Henrik, 13, und Gräfin Athena, 11. Diese scheinen das Zusammensein mit dem großen Bruder so richtig zu genießen. Auf einem Bild sieht man, wie Nikolai dem kleinen Henrik aufs Dach einer Blockhütte zu helfen scheint. Die nicht ganz ungefährliche Mission war erfolgreich, gemeinsam stehen die zwei auf dem nächsten Foto hoch oben auf dem Dach und genießen den sicherlich bemerkenswerten Ausblick. Weitere Fotos zeigen Nikolai beim Aufsetzen seines Skihelms, an der offenen Hüttentür und glücklich lächelnd, auf Skiern und abfahrbereit mit seinen zwei Halbgeschwistern. Auf einem Bild gönnt er seinen mittlerweile rund 35.000 Fans sogar der Blick auf verschneite Berggipfel, den Nikolai aus dem Bett seines Hüttenschlafzimmers genießt. Etwa eine Stunde nach dem royalen Model teilte dann auch Benedikte ein Foto von sich, das sie vor genau diesen Gipfeln zeigt, vor sich eine heiße Tasse Tee. Nicht nur die Berge. Auch Balkon und Rattansessel sind die gleichen wie auf Nikolais Bild. Es scheint, als sei die Studentin inzwischen fester Bestandteil der royalen Familienbande. Sie haben News verpasst,
Die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com